So, dann versuch's ich mal. Vanilla Fortress. Also, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt und seltsamerweise wieder eingeschaltet habt, dann wisst ihr, was mit dem dann versuch's ich mal auf sich hat. Das ist ein Wasserlevel, was ich irgendwie mag, aber nur, weil es irgendwie von den Farben her cooler ist. Oder vielleicht, weil es einfach mal so feste Gegebenheiten hat. Ich weiß nicht, die anderen Wasserlevel haben auch eine feste Örtlichkeit, sag ich mal. Und Steine und so, aber irgendwie ist das anders. Da unten kann man übrigens richtig viel abkürzen, wenn man klein ist. Meine ich zumindest. Da ich nicht klein bin, kann ich das nicht. Ich könnte mich klein machen, aber ich will es nicht. Ich glaube ja immer noch an die Macht des Capes und des Mushrooms auch. Dass es nichts anderes gibt. Das machen wir mal so. Dann fallen die nämlich vorher runter. Ich glaube, diese ankommenden Knochen kann man nicht runterwirbeln. Aber wenigstens diese Pappköppe, wenn sie da so liegen. Ich probiere es jetzt auch nicht aus. Das war nicht gewollt ausprobiert, sondern aus einer Mischung, mit einer Mischung aus Angst. Was passiert jetzt, wenn ich hochschwimmen würde? Dann würde ich oben gegenballern. Das will ich nicht. Ich rede zu viel. Ja, ja. Nein. Mann, Timmy. Ich glaube, hier kommt man dann raus von dieser Abkürzung oder so. Oder? Oder ist hinten die Dingsbums-Flagge? Jetzt bin ich klein, jetzt kann ich diese Mega-Abkürzung ausprobieren und wahrscheinlich ist sie gar keine Mega-Abkürzung. Und wenn ich schon so viel rede, dann sollte ich nicht so schnell reden, das ist ja anstrengend. Unter Wasser kann man übrigens nicht schneller laufen als Schrittgeschwindigkeit. Okay, Schrittgeschwindigkeit ist relativ, weil auch wenn man läuft, ist es Schrittgeschwindigkeit. Trick 17? Nein, hier nicht. Ich dachte, das wäre so eine Wand zum Durchmarschieren. Ja, die Mega-Abkürzung. Es ist tatsächlich eine Abkürzung. Hier sind wir jetzt schon in dem Raum, in dem ich eben angekommen bin. Das merkt ihr spätestens, wenn ich hier oben lang wackel. Glaube ich. Ganz grob. Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Hehe, so war das gewollt hier. Er kann doch was, er kann doch was. Sagt er meistens, bevor er ins Grab beißt. Nicht so gut. Jetzt habe ich ja wahrscheinlich auf diesem Wege unten die Mittel... Verdammt! Flagge umgangen. Ist noch was? Hier unten ist Bauchschmerzen. So. 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 Das ist übrigens Reznor. Zumindest steht da irgendwie damit Reznor dran. Und es steht immer Reznor dran, wenn diese Rhinos ankommen. Und es wird zeitlich immer relativ knapp. Es hilft absolut gar nichts. Da, also zum Thema, es wird zeitlich immer knapp. Die kommen wieder. Die gibt es später nochmal. Und es hilft echt gar nichts, da lange zu warten am Anfang. Sondern am besten ist, man kommt in den Raum und basht gleich durch drauf los und sieht zu, dass man den Erstbesten, der einem über den Weg läuft, gleich auf die Mütze gibt. Für heute gibt es nichts mehr. Morgen gibt es die Butterbridge 1. Übermorgen gibt es wahrscheinlich die Butterbridge 2. Wenn ich es irgendwie schaffe, halbwegs lebend dort anzukommen. Und dann gibt es übermorgen Castle 4.